In the 21st century, nations have collapsed. From the ruins of war arise a society fueled by greed. Profiteering mega-corporations provide protection and jobs to anyone who abides by their policies. The alternative, a criminal path. Street gangs engage in a constant power struggle against rival gangs and authorities. But there are some that have no interest in gang affiliations nor company citizenship. They only pledge allegiance to the highest bidder. Their title, Bounty Hunter. Their only objective, hunt down. Und damit herzlich willkommen, liebe Retro-Freunde, zu Huntdown, einem 2D-Action-Shooter mit schöner 16-Bit-Grafik und Synthesizer-Musik, bis euch die Ohren platzen. Bevor wir lange quatschen, lasst uns gleich loslegen. Wir spielen das Ganze erstmal alleine und schauen uns eventuell später nochmal den Koop-Modus an. Knallhart gibt es auch noch. Ich würde sagen, wir starten erstmal auf normal. So, Anaconda, John Sawyer oder Mo-Man? Mo-Man sieht doch ganz geil aus. Aufklärungsdruide, 7 Jahre, Lunar-Komplex. Den nehmen wir. Let's mow him down. The Hoodlum Dorts. Los geht's. Mo-Man. Wolf Mother. Welcome back. It has been a long time since the company acquired your services. So, once again, you were personally selected for the job. We trust you are willing to accept. Affirmative. We are willing to accept, Miss Rose. I had a feeling you'd say that. A mother knows her children. The hunt down is initiated. Our first matter is an urgent one. During the latest riot, a gang known as the Hoodlum Dolls somehow outwitted law enforcement and managed to seize control of a mechanized riot suit. Looks like an inside job to me. Apparently, he goes by the name of Troy Lawman. Additionally, the area you'll be headed to has a few minor bounties that are open to your discretion. I'll transfer you those that are in your direct vicinity. Downloading coordinates. The Hoodlum Dolls are unpredictable and strong in numbers. Get down there. Restore order. Hunt down this Troy Lawman and make Mother proud. No one will get away alive, Miss Rose. Sweet Angel. Und links auch eine schöne Erinnerung. Don't kill unarmed people and leave the cats be. Die können nämlich nichts dafür. Gut, dann werden wir uns mal auf die Jagd machen nach Sweet Angel. Ich würde sagen, wir schauen uns vorher nochmal seine Kriminalakte an, dass wir auch wissen, mit wem wir uns hier anlegen. Im Straßenkampf, Verbrechen, Körperverletzungen, Vandalismus, Drogenschmuggel. Angel weiß, was Schmerzen sind, insbesondere wenn er sie verursacht. Bewaffnet mit Ketten und Messern verteilt dieser Gesetzesbrecher statt Liebe kräftige Hiebe. Auch noch einen schönen Reim mit eingebaut. Drücke eine Taste, habe ich auch länger nicht mehr gelesen. Mittlerweile muss man ja immer eine bestimmte drücken. Oder gar keine mehr. Aber sehr schön, das erinnert doch an die guten alten Zeiten. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich hier erstmal ein bisschen rumschauen muss. Ich habe tatsächlich noch nichts angespielt. Ihr seid live dabei. Von daher muss ich mich erstmal ein bisschen durch die Steuerung knüppeln. Okay, also man kann rutschen, links, rechts. Wie springen wir denn? Ah, okay, springen geht hier. Hier wird geschossen. Ah, okay, wir können noch schnell hin und her rutschen. Das ist natürlich gut zu wissen. Können wir auch irgendwie so im Springen? Ah, können wir auch. Okay. Ja, dann haben wir es ja schon mal grob. Ah, verdammt. Hätte natürlich auch in Deckung gehen können. Und ihr?
Okay, ja, ihr seid ja die Polizei, ihr gehört zu den Guten. Ihr habt das schon festgenommen. Ich frage mich, wie er hier noch stehen kann mit seinem Kopf. Bei ihm hier hinten genauso. Okay. Machen wir uns mal auf den Weg zu Sweet Angel. Kann ja wohl nicht sein, dass der hier die Polizei beklaut. Macht man doch nicht. Go, go, go. Okay. X ist aktivieren. Nein. Geh mal weg. Haben wir besiegt. Lässt leider den Baseballschläger nicht fallen. Den hätte ich ganz gerne gehabt. Müssen wir irgendwie nachladen? Nur die Pistole ist unendlich. Okay, der will nichts mit uns zu tun haben. Eine Maschinenpistole. Die nehmen wir mit. Was ist hier? Okay. Diebesgut eingesammelt. Sehr gut. Na schön, dass ich drauf geschossen habe. Man hätte es auch nicht sehr viel auffälliger platzieren können, aber trotzdem, so wie ich mich kenne, hätte ich mir auch vorstellen können, dass ich einfach dran vorbeigerannt wäre. Das sieht doch gut aus. Geht der in Deckung, oder? Wie darf ich das jetzt verstehen? Ah, okay. Also die Maschinenpistole fetzt. Eine Schrotflinte, ja, können wir auch mitnehmen. Gesundheit brauchen wir anscheinend noch nicht. Die Schrotflinte. Schrotflinte, genau. Die Schrotflinte macht auf jeden Fall auch gut Damage. Oh je. Wie soll ich das schaffen? In Deckung gehen? Okay. Treffe ich noch einen? Ja. Na komm raus. Reaktionen sind gefragt. Du hast doch keine Chance gegen mich. Ja, auf die Entfernung würde ich tatsächlich lieber die Pistole nehmen. Und wieder in Deckung. Nein, die Maschinenpistole ist alle. Boom, da haben wir sie. Das war leichter als gedacht. Bis jetzt sind wir auf jeden Fall gut durchgekommen. Ich würde sagen, wir nehmen die Schrotflinte nochmal mit. Wie rutschig? So rutschig. Okay. Könnte vielleicht später noch interessant werden. Und das nächste Diebesgut. Wir nehmen natürlich alles mit, was das Spiel uns zu bieten hat. Okay, das ist bloß der Checkpoint dann. Weiß nicht, ob man dann mit dem irgendwie interagieren. Okay, also ich kann auf jeden Fall schon mal die Waffen wechseln. Aber ich kann nicht alle mitnehmen, oder? Nein, ich kann immer nur eine neben der Pistole. Okay. Dann springen wir mal hier runter. Oh je, was ist... Achso, das sollte so sein. Boah, was hat der Geiles? Maschinengewehr. Natürlich auch was Feines. Was denn jetzt? Oh. Ui, da hat das Spiel aber mal kurz etwas gemacht, was es vielleicht nicht sollte. So, ich heb mal lieber noch das Maschinengewehr auf. Vielleicht können wir es ja später gegen den Sweet Angel ganz gut gebrauchen. Das kam mir zumindest sehr OP vor gerade. Ihr habt alle keine Chance. Schießt das Ding an. Jawohl. Oh, oh. Tja, zum Glück haben die nicht so weit mit ihrer Schrotflinte. Diese schönen Graffitis auch. Wahnsinn. Und Diebesgut, das müsste das letzte gewesen sein. Genau, sehr schön. Ich drücke immer die Springtaste anstatt zu schießen. Was ist jetzt? Okay. Sweet Angel. Okay, der kam relativ schnell. Nein, zu früh. Oh verdammt, ich dachte, ich kann damit ausweichen. Spring doch hoch. Gib mir die andere Waffe. Vielleicht sollten wir erstmal die andere Olle hier unten kaputt kriegen. Und dann gehen wir mal auf den Guten. Ah, der geht auch in Deckung.
Ah, verdammt, ich dachte, Ducken reicht. Anscheinend nicht. Du hast keine Chance, mein Bruder. Nein, das Maschinendings ist leer. Da war noch eine Maschinenpistole, aber der verfolgt mich. Gib mir bitte erstmal das Leben hier unten. Das hätte ich ganz gerne. Jep, danke. Dann nehmen wir das. Warum hat das nicht aufgenommen? Verdammt. Jetzt kriegt er aber mal eine rein hier. Ach, komm doch nicht immer gerannt. Warum kommen hier neue? Nicht gut. Ich hätte gern die Maschinenpistole, aber... Ach, na klar, noch mehr. Reicht ja noch nicht. Zum Glück sind die so low. Nein! Na komm. Ah, triff doch die dahinter. Jetzt nimm bitte die Maschinenpistole auf. Ja, wir haben sie. Das ist Gold wert. Ja, da haben wir ihn. Beim ersten Versuch. Ich fass es nicht. Es war jetzt auch nicht super schwer, aber ein bisschen drauf konzentrieren musste ich mich schon. So, wir haben Diebesgut, wir haben überlebt und wir haben 30 von 30 Kills. Also ich würde sagen, sehr viel besser kann man es nicht abschließen. Von der Zeit her natürlich bestimmt noch, aber dafür, dass das der erste Versuch war, machen wir uns auf zur nächsten Mission. Sid Handsome wird unser nächster Gegner und auch bei ihm schauen wir uns natürlich nochmal die Kriminalakte an. Sid Handsome, Ort in einer dunklen Gasse. Das ist natürlich eine gute Beschreibung. Verbrechen, Auftragsmord, Überfall mit Körperverletzungen, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Lass dich von Sid Handsomes guten Aussehen nicht blenden. Oh ja, er sieht wirklich blendend aus. Dieser Brut, alle Schläger, ist jederzeit bereit, dir den Arsch aufzureißen. Na, da schauen wir doch mal, ob er uns den Arsch aufreißt oder wir ihm. Sehr schön, Granaten gibt's also auch. Und bloß mal noch rausfinden, wie wir die werfen. Nein, das war das Rutschen. Na. Und nun fast alle Tasten durch. Ah, hier ist es. Gehen wir damit den Typen hier oben. Und springen und werfen. Ja. So wird's gemacht. Keine Gegner? Das sieht mir doch verdächtig nach Gegnern aus hier. Hallo? Ah, na klar. Ja, vielleicht noch ein paar mehr. Ich komme die da oben jetzt nicht runter. Sag mal. Ach, verdammt. Ja, einmal ist kein Mal, ne? Jetzt wissen wir das zumindest schon mal mit der Granate. Schnappen wir uns vielleicht doch erstmal schnell die Maschinenpistole und machen erstmal wieder einen kleinen Rückzug, weil hier haben wir ein bisschen Deckung. Boah, denn da unten kriegen wir bestimmt hier mit. Ja, okay. Sogar ohne Leben zu verlieren. Und so eine Kettenreaktion noch. Na Mensch, bin ja begeistert von mir. Wie viel Schuss? 9 haben wir noch, also nehmen wir die hier unten am besten mit. Hoch. Kommt nicht hoch. Okay, auch. Es läuft ja wie am Schnürchen hier. Checkpoint. Hey, look out! Bounty Hunters! Bounty Hunters! They're here! Ja, doch, Dieb ist gut. Brauchen wir. Ach, verdammt.
So, dich da oben kriegen wir auch noch. Die Granaten gefallen mir sehr gut. Schrotflinte nehmen wir natürlich auch mit. Ah, Maschinenpistole ist was. Wir nehmen sie erstmal mit. Oh, verdammt. Jetzt habe ich aber richtig kassiert hier. Nein, nicht sterben. Nicht damit gerechnet, dass der Typ, der mit unserem Diebesgut wegrennt, dass der auch noch schießt. Na toll, jetzt haben wir hier gar keine Deckung. Wir haben gerade mal noch 2 Leben. Dieser Sprung bringt. Nö. Zumindest kein One-Hit. Na komm hoch. Ja. Du kommst auch noch hoch. Bin ich glücklich. Komm. Sehr gut. Ah, jetzt können wir bloß nochmal springen und hoffen, dass sie diesmal stirbt, weil sonst. Okay. Wir brauchen unbedingt Medizin. Vielleicht lieber mehr als eine. Oh, shit. Nein, er darf nicht weg. Verdammt. Hätten wir das irgendwie schneller erledigen müssen? Wo geht's hin? Wir müssen oben weiter, okay. Ach, Mensch. Wieder eine Sekunde zu langsam oder eine halbe. Checkpoint. Kontrollpunkt. Wir sind wieder voll. Wir warten erstmal, bis der Gute hier hochkommt. Kommt nicht hoch. Nein. Ring doch. Ring. Sehr gewöhnungsbedürftig mit der Steuerung. Ich meine, so waren die Games damals und es sind auch die Tasten, mit denen man die gespielt hat. Trotz allem. Aber ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich den einen verpasst, ne? Oder treffen wir den später noch? So, eine schöne AK. Habe ich natürlich auch nichts gegen. Oh oh. Hoch. Explosion coming up. Reaching perfection. Ich hatte jetzt schon Angst, dass die Medizin dabei mit explodiert. Gott sei Dank nicht der Fall gewesen. Okay. Dann noch einer. Lass mal hier hochgehen. Oh, das sieht ziemlich gut aus. Jetzt mal noch ganz kurz liegen lassen. Vielleicht erstmal gucken, ob wir die AK noch leer schießen können, weil ich habe schon wieder die nächsten Gegner gehört. Da sind sie. Wusste es doch. Na kommt. Hier haben wir. So, kommen wir jetzt wieder hoch. Nein! Ach, verdammt. Das war nicht so geil. Uah. Komm, rutsche, rutsche. Ring. Entdeckung, schieß, die Entdeckung, schieß. Ah, muss es nur nebenbei ansagen, dann klappt's auch besser. Kommen wir da hoch? Nein, ich wollte die ganzen Dinger mitnehmen. Und wir kommen ja auf jeden Fall. Da oben konnten wir doch auch nicht springen. Ist hier noch irgendeine Möglichkeit, wieder hochzukommen? Da fehlt so wenig. Na gut, dann lassen wir es liegen. Es tut mir leid. Aber vielleicht später nochmal im Zwei-Spieler-Modus. Da nehmen wir sie dann auf jeden Fall mit. Ach nee, wir kommen. Ah, ich glaube, wir kommen von hier oben runter.
Den haben wir. Der kriegt eine Granate. Threat neutralized. Eine Gitarre. Oh nein, ich wollte doch in Deckung gehen. Ja, und jetzt kommen wieder 1 Million gleichzeitig. Na klar. Und alle runter. Kriegt dann Kopf voll. Enemy down. Mistradi Havari. Oder Havari. So, das war easy. Maschinenpistole, sag mal ein. Und los. Okay, wir kriegen es doch noch. Ein Glück. Durch die Frage, ob wir jetzt diesen Dieb hätten eher irgendwie fangen müssen. Ich hoffe nicht. So ein Kontrollpunkt wäre mal wieder schön. Mine is bigger than yours. Okay. Oh, der sieht brutal aus. Ich bin nicht dein Boxsack, mein Freund. Ah, okay, aber der ist nur Nahkampf. Das ist mir tatsächlich um einiges lieber. Ach, Mist. Mal hier unten die Gun. Okay, das scheint einfacher zu sein als der erste. Ich dachte schon. Rutsch, rutsch. Na, ein Glück. Ah, verdammt. Lass mich doch durch. Hier nichts getan, außer ein bisschen angeschossen. Oh, oh. Bitte jetzt keine Waffe in die Hand nehmen. Oh nö, jetzt ist er wieder voll. Aber schon geil, gell? Schön. Man will, oh nein, jetzt haut er mit den Handeln zu. Und die kann er natürlich werfen. Ja, das war so klar. Ich dachte, das Spiel gönnt uns mal einen einfachen Gegner, aber da habe ich wohl falsch gedacht. Boah, die fliegt ja dann nochmal zurück. Wie soll ich denn das einschätzen können, wo die dann am Ende wieder rauskommt? Jetzt hat er auf jeden Fall gut kassiert. Ach nein, es kommen ja auch noch Gegners. Wo sind die Gegners? Verdammt! Die. Ja. Komm mal ab damit. Ach ja, die kommt wieder zurück. Natürlich nicht mehr dran gedacht. So, also Medizin sind wir soweit durch. Und es gibt ja nirgendwo mehr welche rum. Ach ja, soll die noch wie ein Flummi durch die ganze Map springen? Ah, hier oben war doch noch Medizin. Komm her. Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wie soll ich denn da... Ja, wie soll ich denn da was machen? Komm jetzt, stirb und fang nicht nochmal mit so einem Training an. Frag mich, wer nach dem Training fitter ist als vorher. Gab's auch noch nie. Ah, nein. Los, nein. Oh, scheiße. Ich würde jetzt echt ungern sterben. Er ist fast tot. Come on. Ja. Gott sei Dank. Oder Skill sei Dank. Trotz alledem. Ah, wir haben leider ein Diebesgut zu wenig. Und ein Tod. Aber trotzdem bin ich doch recht zufrieden mit mir. Zweite Person auch, tot. Machen wir uns auf den Weg zur dritten.